Super. Ja, dann sage ich erstmal herzliches Hallo an alle Trader und alle Leute, die heute zuhören. Ich begrüße Sie recht herzlich zum zweiten Teil der Webinarreihe Algo-Schule, so programmierst du eigene Handelssysteme. Also ich sehe noch keinen Bildschirm, nur zur Info. Ah, okay. Dann jetzt sollte er aber sichtbar sein. Jetzt sehe ich einen Eiffelturm. Okay, und jetzt die Präsentation hoffentlich. Alles klar. Okay. Super. Okay, dann fange ich nochmal an. Also ich heiße alle recht herzlich willkommen, die heute zuhören zu der zweiten Webinar-Auskopplung. Das Thema heute ist Entwicklung von Indikatoren. Und es ist ein sehr praxisbezogenes Webinar. Beim ersten Teil ging es ja so ein bisschen darum, eine Übersicht zu vermitteln. Was kann man denn alles automatisieren? Was ist machbar? Dann gab es auch einen kleinen Einblick in die Programmierung. Und heute ist das Thema wirklich ein zielstrebiges Thema, einen Indikator zu programmieren. Und da würde ich sagen, fange ich mal an, was heute so Ziel des Webinars ist für alle. Weil es ist natürlich klar, dass jeder, der zuhört, nicht der Superprogrammierer sein wird. Aber Ziel des Webinars ist es, Zeit zu sparen, wenn man wirklich Interesse hat, in dieses Thema einzusteigen. Die Sourcen sind halt sehr dürftig dokumentiert, würde ich sagen. Es macht sehr viel Arbeit aus, wenn man sich quer einlesen möchte und wenn man auch gar keine Programmiererfahrung hat. Ich finde es persönlich immer viel einfacher, wenn man halt jemanden an der Hand hat, der einem das zeigt, der einem das erklären kann. Das ist heute halt so das Hauptthema oder unser Hauptziel. Und es soll ein Grundverständnis für die Indikatorprogrammierung vermittelt werden. Indikatorprogrammierung funktioniert etwas anders als Handelssystemprogrammierung, weil wir ja keine Orders haben, sondern eigentlich nur Daten haben, die wir in gewisser Art und Weise verarbeiten und visualisieren. Und das soll heute gezeigt werden, wie das geht. Wir werden dann zusammen einen Indikator programmieren. Da habe ich mir ein simples Beispiel ausgesucht, für einen Indikator, der das High und das Low vom Vortag anzeigt. Und für alle Leute, die nicht ganz mitkommen oder für die Leute, die denen das ein bisschen zu kompliziert ist oder das zu schnell geht oder auch alle Leute, die bis zum Ende bleiben. Jeder kann diesen Indikator, den wir heute programmieren, gratis bekommen. Und zwar müsst ihr einfach nur auf unsere AlgoCamp-Webseite gehen. Ich kann das ja mal kurz zeigen. Kleinen Moment. Unter www.algo-camp.de Produkte, Indikatoren und der Indikator Prefday. Dort könnt ihr euch eintragen zum Newsletter und ihn dann gleichermaßen herunterladen. Und ich habe vorhin schon mitbekommen, es gab da wohl noch einen kleinen Bug. Deswegen, also jeder, der irgendwie ein Problem hat und den Indikator gerne haben möchte, der kann auch einfach eine Mail an uns schicken und wird ihn dann erhalten. Kurz etwas zu meiner Person. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin der Chefprogrammierer bei AlgoCamp und ja, ich habe schon in jungen Jahren mitbekommen, dass ich sehr gerne programmiere und da auch ein Händchen für habe und habe schon in der Schule damit angefangen. Danach bin ich dann gleich zum Studium übergegangen, habe angewandte Informatik studiert auf Bachelor und bin dann in der einen oder anderen Agentur gelandet, wo ich etwas in die Webentwicklungsschiene gerutscht bin. Habe jedoch ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht so meine Passion weckt und bin dann in die Finanzbranche gerutscht und ja, habe gemerkt, das ist das, was mir wirklich Spaß macht, was mich erfüllt, Trading und Programmierung zu vereinen und dementsprechend bin ich auch sehr lange bei einer Vermögensverwaltung untergekommen, über 5 Jahre und habe dort Handelssysteme programmiert, auch Indikatoren. Größtenteils habe ich mich in der Programmiersprache Java
spezialisiert und habe aber auch andere Plattformen unterstützt, sowas wie NinjaTrader oder MetaTrader. Und auf Anfragen kann man natürlich sich auch in andere Plattformen einarbeiten. Das ist halt immer nur eine Zeitfrage, aber wenn man es einmal verstanden hat, dann ist es alles kein Problem. Dann kommen wir mal zu der Agenda von heute. Das Ziel des Webinars habe ich gerade schon beschrieben und ich würde damit weitermachen, dass wir ein Refresh von dem ersten Webinar uns ansehen werden. Vielleicht auch ganz nützlich für die Leute, die halt beim ersten Mal nicht dabei sein konnten. Dort geht es nochmal um die Grundlagen, die in dem ersten Webinar besprochen wurden, die halt sehr wichtig an der Stelle sind, um den Programmiercode nachzuvollziehen. Und danach laufen wir über zur allgemeinen Indikator, Ablauf einer Indikatorinstanz, wie das Ganze funktioniert, damit man quasi weiß, was man auch dafür braucht. Und ich werde auf die neuen Programmiergrundlagen eingehen, also alles, was wir jetzt für Indikatorprogrammierung brauchen und beim letzten Mal nicht mit dabei war, soll euch an der Stelle mit auf den Weg gegeben werden. Und zum Schluss gibt es dann die kleine Praxissession, wo wir zusammen den Indikator programmieren, beziehungsweise ich werde ihn programmieren und werde das versuchen, so gut wie möglich zu kommentieren. Wenn es dann natürlich irgendwelche Fragen zwischendurch gibt, dann könnt ihr sie einfach stellen. Ich werde sie versuchen zu beantworten. Und ja, das wird es dann für heute gewesen sein. Wie gesagt, wer den Indikator dann noch haben möchte, der kann einfach entweder eine Mail an uns schicken oder wie gerade eben gezeigt auf unserer Webseite ihn sich runterladen. Okay, dann fangen wir auch schon an mit dem Refresh. Und zwar geht es um die Variablen. Variablen sind in der Programmierung, sie sind dazu da, um Sachen zu speichern. Man kann halt verschiedene Sachen speichern, sowas wie Zahlen oder Zeichenketten. Und es gibt dementsprechend verschiedene Datentypen. Hier sieht man einmal Bool, Int, Double und String. Das ist ein kurzer Ausschnitt von den Basisdatentypen. Und jeder hat halt eine andere Bedeutung von dem Wertebereich, den man speichern möchte. In Variablen mit dem Datentyp Bool lassen sich halt nur zwei Werte drin speichern. Das ist entweder True oder False. In Int-Variablen lassen sich ganzzahlige Werte speichern. In den Double-Datentypen lassen sich Zahlen speichern, die ein Komma in der Zahl haben. Und in den String-Variablen kann man auch Zeichenketten speichern. Mal kurzes Beispiel dafür, also Bool, True oder False, könnte man zum Beispiel drin speichern, ob man heute schon irgendeine Abfrage gemacht hat oder ob man heute schon eine Order gegeben hat. Für Int könnte man halt zum Beispiel speichern, welcher Tag, welcher Trading-Tag heute im Monat ist, zum Beispiel heute ist der erste oder heute ist der 30. Tag. Dann für den Datentyp Double könnte man dann natürlich irgendwelche Zahlen drin speichern. Sowas wie, was ist der Schlusskurs, was ist das High und so weiter. Und in String Zeichenketten lassen sich dann irgendwelche Kommentare speichern oder man möchte auf den Charts vielleicht Ausgaben machen. Die könnte man in so einer Variable speichern. Hier unten ist noch ein kurzes Beispiel einer Variable, die ich definiere mit dem Datentyp Bool. Und die Variable an sich hat den Name mein Wert. Könnte auch irgendein beliebiges Wort stehen oder Larifari oder wie auch immer. Und auf der rechten Seite von dem Ist-Gleich ist der Wert, der in der Variable gespeichert werden soll. Dort wird jetzt quasi der Wert True drinnen gespeichert und man könnte ihn zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal abfragen. Noch eine kurze Randnotiz, das ist jetzt gerade alles ein bisschen theoretisch, aber das macht dann natürlich Sinn, wenn es dann in die Praxis geht. Also
beziehungsweise die Leute, die das schon mal gehört haben, die können damit etwas mehr anfangen und können das sich nochmal ein bisschen auffrischen, das Wissen. Arrays hatten wir auch beim letzten Mal gehabt. Das ist jetzt der zweite Refresh-Punkt. Und zwar sind Arrays mehrdimensionale Felder. Also man könnte sich auch vorstellen wie eine Variable, beziehungsweise eine mehrdimensionale Variable. Das heißt, man könnte in einer Variable mehrere Werte speichern. Das ist an der Stelle ganz wichtig, wenn man Kursdaten von mehreren Bars verwaltet oder abfragen möchte. Und zwar habe ich hier unten auch wieder ein Beispiel. Da wird jetzt das High vom Index 0 abgefragt und in der Variable Current High gespeichert. Das ist natürlich wieder der Wert Double, weil wir wissen ja, der High, gerade im Forex, der hat ja auch eine Komma in der Zahl. Deswegen brauchen wir den Datentyp Double. Rechts habe ich noch ein kleines Bild dazu. Da sieht man jetzt ein Array visualisiert. Und in diesem Falle hat das Array 10 Felder. Der erste Index ist immer mit dem Wert 0 zu referenzieren, wie in unserem Falle mit dem High. Das würde jetzt heißen, so viel wie, gib mir mal das aktuellste High, weil das High, welches am aktuellsten ist, das wird im, man könnte auch in Schubladen denken, in der 0. Schublade gespeichert. Dann gibt es halt die Schublade mit dem Index 1, da wäre dann halt der High-Kurs von davor drinne. Dann gibt es die Schublade mit dem Index 2, da wäre dann der High-Kurs von davor drinne. Und dementsprechend werden halt alle Highs, die man braucht, in einem Array verwaltet. Arrays sind unumgänglich, wenn wir Indikatoren programmieren, also auf die werden wir nachher auf jeden Fall auch stoßen, genauso wie auf Variablen. Kommen wir zu den Funktionen, die hatte ich beim letzten Mal auch schon kurz angeschnitten gehabt, und zwar sind das Codeblöcke bzw. Routinen, die man wiederverwenden kann, und solche Funktionen, dort gibt es halt sehr spezielle Funktionen, 3 Stück, die sind definitiv bei jedem Indikator mit dabei. Das ist einmal die onInit-Funktion, die onDInit-Funktion und die onTick-Funktion. Und das sind halt sehr spezielle Funktionen. Also eine onTick-Funktion, die wird immer dann aufgerufen, automatisch vom MetaTrader, sobald es halt einen neuen Tick gibt. So wird dem Indikator gesagt, es gibt ein neues Kursupdate und dementsprechend kannst du wieder deine neuen Berechnungen durchlaufen lassen und einen neuen Wert visualisieren. So, die onInit-Funktion ist eine Funktion, die immer aufgerufen wird, wenn der Indikator auf den Chart angewendet wird. So könnte man halt noch irgendwelche Werte initialisieren oder wenn man einen Indikator kommerziell vertreiben möchte, könnte man dort zum Beispiel eine Lizenzprüfung einfügen. Oder man könnte auch irgendwelche Objekte auf den Chart zeichnen. Und das Gegenstück zu der OnInit-Methode ist die OnDInit-Methode. Dort, diese ist sehr geeignet, wenn man den Chart wieder reinigen möchte, zum Beispiel. Also wenn man halt Objekte gezeichnet hat und die sollen, nachdem der Indikator vom Chart abgewandt wird, dann einfach gelöscht werden. Dann kommen wir schon zum Ablauf unserer Indikatorinstanz. Und da muss man sich jetzt einfach mal versuchen, das so ein bisschen vorzustellen, wie das funktioniert. Und zwar hat ja ein Indikator verschiedene Eigenschaften. Man könnte jetzt sich aussuchen, also wer kennt es nicht, der Unterschied zwischen einem SMA und einem RSI ist ja zum Beispiel, dass der SMA direkt in dem Chart gezeichnet wird und der RSI in einem separaten Fenster gezeichnet wird. Das ist jetzt eine Eigenschaft, die bei der Initialisierung halt von dem Indikator erstmal bekannt gemacht werden muss und dementsprechend muss er halt wissen, wo er gezeichnet wird. Genauso gibt es da noch Eigenschaften wie
wie dick soll dann die Linie sein, welche Farbe soll die Linie haben, die gezeichnet wird. Solche Sachen zählen zu Eigenschaften des Indikators. Und das ist eine der Sachen, die als erstes mit der Initialisierung stattfindet. Die OnTake-Methode hatte ich gerade auch schon mal angeschnitten. Das ist ja die Methode, wo unsere ganze Logik drin stattfindet. Und in unserem Beispiel, ich hatte das ja schon gesagt, wir möchten gerne das High und das Low vom Vortag zeichnen. Dort muss natürlich dann auch die OnTake-Methode aufgerufen werden. Und ich habe hier mal kurz versucht, unsere Logik zusammenzufassen und niederzuschreiben. Und zwar könnte man dann halt so vorgehen, dass man einfach abfragt, ob es der gleiche Tag ist wie der vorherige, also von der vorherigen Bar, wenn es ein Tick-Update gibt. Und dementsprechend, wenn es der gleiche Tag ist und es gibt ein höheres High, als man bis jetzt gemessen hat, oder es gibt ein tieferes Low, dann speichert man diesen Wert in der Variable. So Variablen hatten wir ganz am Anfang gehabt, zum Speichern von Werten. Und nach dem Speichern muss ja noch irgendein Wert visualisiert werden, der von gestern, der dann halt hoffentlich schon vorher gespeichert wurde. Und dementsprechend kann zum Schluss der Logik dass das High und das Low gezeichnet werden. Falls man merkt, dass es ein neuer Tag ist, wo die Bar jetzt aufgerufen wird, beziehungsweise die OnTick-Methode, dann muss man das High und das Low irgendwie umpacken, sodass man das High und das Low von vorgestern nicht mehr hat, aber das von gestern, dass das gespeichert wird und dass man Platz macht für die aktuellen Highs und Lows, um sie halt wieder auszuwerten und dementsprechend das höhere High oder das tiefere Tief zu finden. Genau, aber das war jetzt erstmal genug Theorie. Kommen wir jetzt mal zur Praxis. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt schon mal alle durchgehalten. Und hier habe ich jetzt den Meta-Editor offen. Ich zeige euch nochmal kurz, wie ihr dorthin kommt. Als erstes öffnen wir den Meta-Trader von FXFlat und gehen unter Extras. Dort findet ihr den Punkt MetaQuotes Language Editor. Das ist quasi unser Programmierwerkzeug, da wo alle Codezeilen niedergeschrieben werden und wo der Indikator vom Quellcode in das Programm umgewandelt wird. Sobald ihr dieses Fenster geöffnet habt, Moment, meine Maus, ist gerade meine Maus verschwunden. So, da ist sie wieder. Also, sobald ihr dieses Fenster geöffnet habt, seht ihr oben links New, diesen Button New. Dort könnt ihr neue Projekte anlegen, sowas wie Expert Advisors, Indikator, so wie wir das heute haben wollen, einen benutzerdefinierten Indikator. Oder auch noch andere Sachen, wo ihr ein Skript programmieren könnt oder Bibliotheken, wo ihr einfach Funktionen bereitstellen könnt für Handelssysteme beispielsweise. Hier müsst ihr halt die richtige Auswahl treffen und dann geht es auf Weiter. Und dann kommt ihr in den MQL Wizard. Dort müsst ihr erstmal einen Namen angeben für das Programm beziehungsweise den Indikator. Ich nenne ihn jetzt mal Pref Day mit 2y, weil ich habe schon einen Indikator, der bereits PrefDay heißt, also der originale, den möchte ich jetzt nicht überspeichern. Dann könnt ihr hier Informationen zum Autor angeben. In unserem Fall ist das ja, algocamp.de und hier könnt ihr das Ganze dann auch noch verlinken, falls ihr das wollt. So, dann haben wir hier ein Fenster, das heißt Parameter. Parameter sind auch Variablen, aber in unserem Falle sehr spezielle Variablen. Das sind quasi die Variablen, falls ihr schon mal einen Indikator oder EA auf einen Chart angewandt habt, sind das die Eingaben, die derjenige machen kann.
Zum Beispiel, wenn ihr einen Simple Moving Average habt, dann müsst ihr ja bestimmen, wie viele Perioden genommen werden sollen, um den Durchschnitt zu berechnen. Und diese Anzahl der Perioden ist halt sehr variabel und das muss vom User festgelegt werden. Das wären standardmäßig ja immer 14 und in unserem Falle könnte man jetzt zwei Variablen festlegen, die halt sagen Show High und Show Low. Es könnte ja den Fall geben, dass der Benutzer sagt, er möchte sich permanent nur das High anzeigen lassen und das Low braucht er eigentlich gar nicht. Also können wir einfach dann eine Abfrage zum Schluss machen vor der Visualisierung, ob das angezeigt werden soll und wenn ja, zeigen wir es an, wenn nicht, dann nicht, aber dazu kommen wir später. Ich lege jetzt erstmal die Felder an. Das ist natürlich vom Datentyp her ein Boolean. Soll das anzeigen, ja oder nein? Und deinen Anfangswert könnt ihr auch noch definieren. Die stelle ich erstmal auf True. So, kleinen Moment. Alles klar. Dann kommen wir zum nächsten Fenster im Wizard. Dort kann man einstellen, auf welche Funktion der Indikator reagieren soll. OnCalculate ist die Funktion, falls es halt zu einem Tick-Update kommt, quasi. Wobei ich denke, dass beim EA der Punkt anders heißt, aber OnCalculate ist hier schon ganz richtig an der Stelle. OnTimer wäre zum Beispiel, wenn man zeitgesteuert Interaktionen aufrufen möchte und OnChartEvents, wenn etwas im Chart passiert, zum Beispiel wenn ein Objekt, ein grafisches Objekt gelöscht wird oder wie auch immer. Und OnCalculate ist halt das, was für uns halt wichtig ist, wenn es halt einen neuen Tick gibt zur Berechnung. Für die Berechnung, die wir durchführen wollen. So. Und dann hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dass ein Indikator bestimmte Eigenschaften hat. Die können hier festgelegt werden. Hier gibt es halt das Kästchen Indikator in separatem Fenster festlegen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen in unserem Chartfenster den Indikator zeichnen. Und hier kann man noch festlegen, welche Linien bzw. wie viele Linien gezeichnet werden. Wir wollen ja das Vortags-High und das Vortags-Low anzeigen und dementsprechend brauchen wir zwei Felder. Dann haben wir einmal das High. Kann man sich auch aussuchen, was für ein Typ das sein soll. Wir brauchen halt eine Linie und lassen uns die mit der Farbe Rot visualisieren. Dann brauchen wir noch ein Feld für das Low. Auch als Linie und das soll uns mit der Farbe Aqua ausgegeben werden. Dann klicken wir auf Fertigstellen und uns wird direkt ein Indikatorprojekt oder ja, Indikatorcode generiert und ich fange mal an, nochmal die Sachen zu erklären, die bis jetzt generiert wurden. Hier oben in den Blöcken gibt es die Eigenschaften, das sieht man an dem Keyword Property. Da haben wir jetzt quasi für uns als Autor erstmal die Ausgaben, also Copyright und die Webseite. Danach wird definiert, dass der Indikator im gleichen Chartfenster angezeigt werden soll. Danach gibt es ein Feld mit Indikator Buffers und Indikator Plots, das heißt so viel wie viele Linien wir brauchen zur Visualisierung. In unserem Falle sind das zwei und danach wird auch direkt schon werden die beiden Linien die Visualisierungseigenschaften angezeigt. Also dass es halt sich um eine Linie handelt, wie die Farbe aussieht, was das für eine Linie ist und wie dick diese Linie ist. So, dann haben wir hier noch die beiden Input-Parameter.
die quasi nur die Aussage treffen, ob das High und das Low angezeigt werden sollen, also ob der Benutzer die sehen soll oder nicht. Hier unten haben wir bis jetzt noch zwei unbekannte Arrays. Das sind die Arrays, die für die Visualisierung da sind. Das heißt quasi, wenn ich eine Zahl eintragen werde in das High Buffer Array oder in das Low Buffer Array und ich muss dazu ja wieder einen Index angeben und der Index steht an dieser Stelle für unsere Bar, dann wird das diesen Wert, den ich anzeige, mit all den ganzen Eigenschaften des Indikators, die vorher definiert wurden, gezeichnet. Also wenn ich jetzt für den High Buffer auf das Feld 0, was so viel heißt wie die aktuellste Bar, die wir haben, einen Wert eintrage, zum Beispiel 1,10 und lasse mir das Ganze zeichnen, dann würde man auf dem Euro-US-Dollar-Chart an der Stelle 1,10 halt die Linie sehen, mit die rote Linie für das High sozusagen. Okay, dann haben wir die OnInit-Funktion, die war zur Initialisierung. Dort wird quasi im Indikator bekannt gemacht, dass es einen High-Buffer gibt, der an der nullten Stelle ist und einen Low-Buffer, der an der ersten Stelle ist. Aber das kann man an der Stelle so unkommentiert stehen lassen. Da müsst ihr nichts machen. Und das Allerwichtigste, das steht ganz unten, das ist unsere Funktion, die OnCalculate-Funktion. Diese Funktion wird jedes Mal aufgerufen, sobald es ein Tick-Update gibt, also sobald ein Close sich verändert hat oder sobald ein High sich verändert hat. Und das ist genau die richtige Stelle, wo unsere gesamte Indikatorlogik reinkommt. So, und dann können wir quasi auch schon direkt loslegen. Ich würde erstmal noch eine Funktion vorstellen, die benötigt wird, also die wichtigste Funktion überhaupt, die benötigt wird, um alle Bars quasi zu handhaben, die wir halt haben, beziehungsweise alle Candlesticks. Und das ist die Indicator-Counted-Methode. Ich schreibe sie mal auf und erläutere die gleich. Indicator counted. Das ist an der Stelle ein Funktionsaufruf und wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, es gibt immer einen Rückgabetyp bzw. einen Datentyp, der an der Stelle int ist und diese Funktion, die macht nichts anderes, als uns wieder zurückzugeben, wie viele Bars sie schon gezählt hat, beziehungsweise wie viele schon verarbeitet wurden. Das heißt, an der Stelle, wenn man einen Indikator hat und man wendet ihn auf den Chart an, dann gibt es ja halt eine bestimmte Anzahl von Bars und es werden aber jedoch nicht alle verarbeitet, weil man sieht ja nur einen kleinen Ausschnitt von dem, was eigentlich geladen wurde. Und das genau macht diese Funktion. Die beschreibt uns, wie groß der Ausschnitt ist, den wir bereits schon mal abgelaufen haben. Und damit das quasi nicht mehrmals passiert und nur einmal für jeden Ausschnitt bzw. für jede Bar die Visualisierung stattfindet und der Wert berechnet wird, weil es ist ja dann schon ganz schön rechenlastig. Dann kommt noch gleich noch ein neues Element dazu. Ich muss jetzt hier erstmal eine Variable anlegen. Und i. Das ist eine Hilfsvariable, die ich jetzt noch brauche. So. Weil was ich jetzt mache, ist, ich habe eine bestimmte Anzahl von Bars, die es halt insgesamt auf den Chart gibt. Und ich habe eine bestimmte Anzahl von Bars, die es
auch gibt und die mir angezeigt werden oder mir schon mal angezeigt wurden. Und mein Ziel ist es jetzt, dass ich mir die Anzahl aller Bars raushole, die noch nicht verarbeitet wurden. Und dazu habe ich halt die Variable i. Also nehmen wir mal an, der Indikator wird auf den Chart angewandt. Und ich habe jetzt hier insgesamt 300 Bars. Und da der Indikator zum ersten Mal jetzt durchläuft, würde mir der Indicator counted die Funktion den Wert 0 zurückgeben, weil es ist ja quasi das erste Mal. Und dementsprechend hätten wir halt die 300 minus 0 und würden das Ganze nochmal mit minus 1 rechnen, weil wir wissen, dass die Arrays bei 0 losgehen. So, und jetzt hätte ich quasi den Wert von 299. Also 300 minus, ich greife das mal kurz hier hinter, 300 minus 299, ach Quatsch, minus 0, minus 1 ist gleich 299. Und ich wüsste jetzt, ich habe noch 299 Bars, die ich verarbeiten muss, von denen ich halt die Daten auslesen muss. So, und diese Bars gilt es jetzt zu verarbeiten. Das ist unser nächster Schritt. Und jetzt kommt noch ein Element, das nennt sich Schleife. Das brauchen wir, um alle Bars zu durchlaufen. Und danach haben wir eigentlich die grundlegenden Elemente abgehakt und ich denke, das wird dann etwas leichter nachvollziehbar. Die Schleife hat immer das Keyword while. Und wir wissen ja jetzt, dass beim ersten Aufruf theoretischerweise unser i, also unsere Zählervariable, dass sie halt bei 299 ist. So. Und ich möchte über alle Bars einmal hinweglaufen und ich sage, dass diese Schleife so lange durchlaufen werden soll, solange das i größer als 0 ist. Und damit das auch irgendwann fertig ist, sage ich auch, dass das i minus 1 quasi berechnet werden soll. So. Weil die Schleife läuft einmal durch, das i wird minus 1 berechnet, dann steht der Counter bei 298. Die Schleife läuft nochmal durch, 297, bis das 0 ist und dann ist diese Schleife einmal komplett durchlaufen. Und in der Schleife ist es jetzt wichtig, was wir machen quasi. Und ich kann ja mal ein paar Ausgaben an dieser Stelle machen, in der wir einfach auf unser Array hinzugreifen, was die ganzen High- und die Low-Werte verwaltet. An der Stelle mache ich jetzt eine Ausgabe mit printf, das hatten wir auch im ersten Webinar gehabt. Und ich möchte mir gerne den Wert ausgeben lassen von dem High an der Stelle der Bar, die gerade von der Schleife durchlaufen wird. Hier mache ich mal noch eine neue Ausgabe, damit wir wissen, was woher kommt. So. Und dann kann das Ganze kompiliert werden. Auch ganz wichtig, hier oben gibt es den Button Kompilieren. Und in der Verzeichnisstruktur unter Indikator wird quasi unsere Datei generiert zu einer .ex4-Datei und diese kann dann im MetaTrader angewandt werden. Und zwar sehen wir jetzt hier in der Navigation unseren Indikator, den wir durchs Kompilieren erhalten haben und per Rechtsklick können wir auf den Chart den Indikator anwenden. Und man sollte jetzt in den Ausgaben sehen, wie er durchläuft. Ich kann ja nochmal das i dazu angeben, beziehungsweise auch das Datum eventuell. Dann machen wir mal das i. Das i sollte reichen.
muss das Ganze jedes Mal wieder kompilieren, sobald ich etwas geändert habe am Code. Und man sieht jetzt hier die Ausgaben. Man sieht, dass die Ticks alle nacheinander durchlaufen werden und der Indikator startet halt, wie gesagt, ganz oben bei den Bars, beziehungsweise bei der mit dem höchsten I. Können wir mal runterscrollen? Ach, hier hatten wir noch kein I, das ist noch die alte Ausgabe gewesen. Dann sehen wir hier die Anzahl der Bars, die er geladen hat. Und hier bei ca. 60, ja, noch ein bisschen mehr, hat er angefangen, unsere ersten Ausgaben zu machen und durch die Schleife zu durchlaufen. Also wissen wir hier, hat er ungefähr bei 60 angefangen, nicht bei 300. So, soweit, so gut. Dann würden wir jetzt quasi ein bisschen tiefer in die Logik einsteigen und wir würden jetzt anfangen, die Werte zu speichern, also die High- und Low-Werte. Dazu brauchen wir wieder ein paar Variablen, die wir anlegen. Dazu brauchen wir die Double, also Variablen von Typ Double. Ist gleich 0. Und das Current Low, welches auch gleich 0 ist. Und an der Stelle können wir dann halt sagen, das Current High speichern wir und das Current Low speichern wir auch. Ich mache jetzt nochmal einen Test mit der Ausgabe. Wo ich mir die Variablen ausgeben lasse, und damit ihr das nochmal kurz seht, wie das funktioniert. Dann lösche ich hier mal kurz die Ausgabe. Der Indikator kann mal kurz weggenommen werden und ich binde ihn jetzt mal an auf den Chart. Oh, das war der falsche. Das war der, wie es aussehen soll zum Schluss. Nochmal löschen. Können wir dann zum Schluss sehen. Wir hatten ja quasi unseren Pref Day genannt. Und sehen jetzt hier unten wieder, wie die Variablen durchlaufen. Genau. Okay. So. Dann wird es ja Zeit für den nächsten Schritt. Wir brauchen eine Überprüfung, wo wir überprüfen, ob die Bar, die wir jetzt bekommen, mit der letzten Bar, ob das quasi der gleiche Tag ist oder ob das jetzt ein neuer Tag ist. Weil wie ich das vorhin auf den Folien versucht habe festzuhalten, wollen wir ja prüfen, dass wenn eine neue Bar kommt, dass wir feststellen, ob es sich um ein neues High handelt oder ob es sich um ein neues Low handelt. Dazu gibt es eine Funktion und ich würde an der Stelle nochmal kurz auf die Dokumentation verweisen von MQL4. Diese Funktion heißt Time Day of Week. Nur damit ihr es, falls ihr privat dann programmiert, auch nochmal nachlesen könnt. Es gibt hier die Seite docs.mql4.com und hier sind mehrere Funktionen aufgelistet in dieser MQL4-Referenz. Time Day of Week ist ja halt so als Funktion beschrieben, dass es halt wieder einen Rückgabewert hat, der int ist, und ihr seht halt in der Beschreibung, was zurückgegeben wird. Zurückgegeben werden kann ein Wert zwischen 0 und 6
Und 0 heißt so viel wie Sonntag. Also wissen wir quasi, wenn eine 6 zurückgegeben wird, dass es sich um einen Samstag handelt. Oder wenn eine 1 zurückgegeben wird, dass es sich um einen Montag handelt. Wir brauchen diesen Wert, um zu überprüfen, ob der Wert von Time Day of the Week der vorherigen Bar der gleiche ist wie der von der jetzigen aktuellen Bar, den wir erhalten haben. Und das halte ich immer kurz in einem Kommentar fest. So, dann hatten wir ja beim letzten Mal auch diese If-Bedingungen kennengelernt. Da machen wir quasi diese Abfrage. Time Day of Week. Dann haben wir iTime, dazu sage ich gleich auch noch was. So. Genau. Das können wir auch mal kurz kopieren. An dieser Stelle. Okay, hier sind ein paar Klammern zu viel. Zack, da eine weg. Okay. So. Also, wir haben jetzt in dieser Time Day Week Methode eine andere Methode aufgerufen. Diese Methode würde ich auch gerne nochmal zeigen in der Dokumentation. Und zwar gibt uns diese Methode das Datum der aktuellen Bar zurück, Datum und Uhrzeit. Returns time value for the bar of specified symbol with time frame and shift. Man hat bestimmte Parameter, die man in der Funktion angeben muss. Und hierbei handelt es sich natürlich um das Symbol, weil ich könnte ja auch, wenn ich den Euro-US-Dollar-Chart offen habe, andere Währungen abfragen, auch andere Währungen auf anderen Zeitintervallen. Und dann muss man halt sagen, welche Bar man haben möchte an dieser Stelle. Ich habe dafür jetzt Null und Null eingegeben, also Null als Symbol und Null als Zeitintervall, was so viel heißt wie das aktuelle Symbol, auf das der Chart angewandt wurde, der Indikator, auf dessen Chart es angewandt wurde, und das aktuelle Zeitintervall, welches ich habe. Und jetzt kommt das I zum ersten Mal zum Einsatz, was ja quasi in der Schleife immer bestimmt, an welcher Stelle der Bars wir uns gerade befinden. Er wird ja quasi einmal über alle Bars, die wir haben, hinweg iterieren. Und das ist ja die Indizierung an dieser Stelle. So, und dann brauchen wir noch einen Wert für das High und das Low von gestern, was ich gerne noch speichern möchte. Oh mein Gott, Rechner spielt verrückt. Funktioniert gerade gar nicht. Machen wir yesterday low. So. Und korrekt. In diesen Variablen wollen wir jetzt quasi unsere Werte speichern. Und ich mache jetzt erstmal die Abfrage fertig, wo wir quasi bestimmen, dass wenn der gleiche Tag ist, innerhalb dieses Blocks wäre es der nächste Tag. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann wollen wir in den Sonst-Block quasi gehen, Else-Block auch genannt. Und hier wollen wir die Überprüfung machen, ob das Low, das aktuelle, tiefer ist als das, was bereits gespeichert wurde und andersrum. Also mache ich jetzt erstmal den einfacheren Part
und sage, wenn das Hi von I größer ist als das Current High, dann kann das Current High mit dem aktuellen High gespeichert werden. So. Und das gleiche soll analog auch für das Low gemacht werden. Das heißt quasi, dass wenn es ein tieferes Low gibt, von der Stelle, an der wir gerade uns mit dem Bars befinden, dann soll das in unser Current Low, in unserer Variable gespeichert werden. So, das war jetzt quasi der einfachere Teil. Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo wir den neuen Tag haben, wieder zurück. Und wir sagen, wenn wir jetzt festgestellt haben, dass wir einen neuen Tag haben, dann soll quasi das aktuelle High in das gestrige High gespeichert werden. Und das gleiche auch für das Low. So. Genau. Dann haben wir, ich sag mal, die grundlegende Logik jetzt erstmal abgeschlossen. Beziehungsweise sollte hier, falls ein neuer Tag auftritt, eine Stelle hatte ich noch vergessen, muss hier natürlich auch das Current High wieder neu gesetzt werden, weil es ist ja die erste Bar des Tages und dementsprechend können wir das Current High gleich übernehmen mit dem High der aktuellen Bar und parallel auch wieder für das Low. So, jetzt haben wir hier erstmal eine hohe Version von dem Indikator, weil eigentlich fehlen noch ein paar Sachen an dieser Stelle, aber die sind am Anfang erstmal nicht so wichtig. Und man könnte, genau, diesen Teil können wir erstmal rausschmeißen. Man kann jetzt, oder wir müssen noch natürlich eine Sache machen, und das ist die Visualisierung. Da hatten wir an der Stelle am Anfang, falls ihr euch erinnert, die Inputs von Show High und Show Low, die halt sagen, ob der Benutzer gerne sich das High und das Low anzeigen möchte. Und das muss jetzt beachtet werden, das können wir wieder in einer If-Abfrage machen. Wenn das Show High gesetzt ist, da steckt ja nichts weiter als ein True oder False dahinter, dann können wir auf unseren Buffer, der High-Buffer, der für unsere Visualisierung da ist, an der Stelle von I, wir befinden uns immer noch in der Schleife, den aktuellen Wert setzen, der von gestern das High gewesen ist. So. Und das Gleiche muss analog auch noch für das Low gemacht werden. Genau. Dann können wir das Ganze wieder kompilieren. Wir sehen hier unten, wir haben fehlerfrei programmiert und können uns das Ganze jetzt mal visualisieren und mal schauen, was dabei rauskommt. Ich kann euch schon mal sagen, dass es halt noch fehlerbehaftet ist. Und zwar nehmen wir uns, löschen wir mal wieder den alten, auf den Chart angewandten Indikator und wenden den neuen darauf an. Hier sieht man nochmal kurz die Eingaben, die Variablen, wo wir sagen, als Benutzer möchten wir uns gerne das High und das Low anzeigen möchten, anzeigen lassen. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Schauen wir mal kurz, woran das gelegen hat.
Also eigentlich sollte man jetzt schon was sehen. Können wir ja mal uns überprüfen. Als Entwickler lässt man sich am besten einfach Werte ausgeben und wir überprüfen mal an der Stelle, was denn im Yesterday High und Yesterday Low gespeichert ist. Geben wir uns einfach mal die Zeit aus. Time Day of Week. Beziehungsweise würde uns hier auch nur die Zeit reichen. So. Und F. Na. Hier ist der So, fehlt hier noch ein Semikolon. Hier unten sehen wir in Zeile 87 ist ein Fehler aufgetreten. Und hier fehlt eigentlich nur noch eine Klammer. Es gibt keine Fehler mehr. Und wir sehen an der Stelle, wurde uns anscheinend immer die Null ausgegeben. Also hat unser Algorithmus gerade noch nicht ganz das gemacht, was wir wollten. Und wir müssen jetzt mal schauen, woran das gelegen hat. So, hier machen wir eine Überprüfung, ob es sich um einen neuen Tag handelt. Sagen, dass der aktuelle Wert des Highs und des Lows in den von gestern umgewandelt werden soll und der Current High Wert der aktuelle der Bar halt werden soll. Dann machen wir mal eine Überprüfung, ob er überhaupt in diesen Block hineingeht. Ganze wird kompiliert. Okay, wir sehen, es gab keine Ausgabe. Also schauen wir mal, ob kein neuer Tag ausgegeben wird. Und wir sehen, okay, es wird immer nur kein neuer Tag ausgegeben. Jetzt müssen wir uns nochmal vergewissern, woran das lag. Schauen wir mal kurz durch den Code. Okay. Ich sehe gerade, auf meiner Vorlage hat sich hier noch ein Feld, das heißt Data Initialized. Das würde ich mal kurz übernehmen, damit wir uns da nicht allzu länger mit rumschlagen müssen. Prüfen wir mal, ob das danach funktioniert. Kleinen Moment. Okay, nochmal kurz zurück. An der Stelle mal kurz meine Vorlage öffnen und mal schauen, was wir vergessen haben. Also hier habe ich quasi schon das Ganze einmal fertig programmiert gehabt und wir waren gerade an diesem Teil stehen geblieben. Dort hatten wir die Schleife, den Teil hatten wir schon. Wir hatten den Tag, die Unterscheidung. Und ich sehe gerade, dass hier das Problem bei uns aufgetreten ist, weil wir quasi abfragen, ob der Tag der aktuellen Candle sich unterscheidet von dem Tag mit der aktuellen Candle. Aber an der Stelle wurde einfach vergessen, dass man ja die vorherige Bar nehmen muss und dementsprechend eine 1 einfach hinzuaddieren muss.
Ansonsten wird man nie auf das richtige Ergebnis kommen. Und oh, auf einmal sieht man, dass hier etwas gezeichnet wurde. Ich kann das nochmal kurz löschen. Genau. Und nehmen wir nochmal den unseren Indikator und wenden ihn darauf an. Genau. Und man sieht beispielsweise, also es ist jetzt so ein H1-Chart. Das heißt quasi, der Tag hier hat 24 solcher Candles, das ist Forex, Euro, US-Dollar. Und man sieht jetzt innerhalb dieses Tages, das High befindet sich hier oben und am nächsten Tag, wenn wir dann den Indikator quasi anwenden, dann befindet sich das High genau auf dem Level des Vortag-Highs. Analog dazu haben wir auch das Low, was hier unten ist und sehen, dass es halt hier unten auf der gleichen Linie sich befindet. So, am nächsten Tag hätten wir quasi hier ein High gesetzt. Da sehen wir das nur mal so als kleinen Ausschlag. Hier am nächsten Tag wird das dann quasi wieder als höchstes High markiert und das tiefste Low. Es gibt dazu noch eine Sache, die habe ich mit Absicht nicht beachtet bei der Programmierung. Und zwar, wenn man jetzt genauso vorgeht, wie wir das gerade gemacht haben, dann hat man den speziellen Fall nicht beachtet, dass es ja auch Sonntag, der Broker schon am Sonntag eröffnet für Forex. Sonntag um 23 Uhr. Und hier, das sieht man halt an diesen kleinen Stellen, wo dann halt bis hierhin quasi der Freitag verläuft, dann ist Schluss, dann öffnet sich Sonntag der Broker und dort wird ein High festgelegt. Und an, ja, so nach einer Candle, nach der nächsten Candle wird dann quasi gleich das nächste High wieder gezeichnet. So, das müsste man quasi jede Woche einmal sehen. Etwas rein am besten. Also dann jeden Tag, am Moment, das war gerade verwechselt mit W1. Solange man W1 hat, hat man ja quasi nicht jeden Tag eine neue Candle und er kann das Vortags-High und Low halt gar nicht bestimmen. Die letzte Sache, die wir noch ausprobieren können, ist, ob unsere Optionalität auch funktioniert, wo wir nicht wollen, dass uns beispielsweise das Low angezeigt wird und wir einfach das Low ausblenden und wir sehen, das hat auch geklappt. Ja, dann würde ich, um das nicht weiter aufzublähen, ich glaube, das war ganz schön viel Input gewesen, an der Stelle erstmal so belassen. Ihr habt gesehen, es ist ganz schön komplex, wenn man sich nicht 100% konzentriert, dann komme ich als Programmierer natürlich auch mal daran, mich zu verhasseln und musste auch einmal auf meine Vorlage schauen. Von daher kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr wirklich programmieren lernen wollt, dann ist das eine Sache, die müsst ihr sehr oft machen. Da reicht es nicht, sich einmal ein Webinar anzugucken oder einmal in der Woche ein Buch zu lesen oder zu programmieren. Das ist eine Sache, die sollte man dann wirklich jeden Tag machen, wie richtiges Trading. Und ja, die Übung macht den Meister. Kann ich an der Stelle nur für euch als Message mitgeben. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich würde noch mal kurz einen Verweis auf die AlgoCamp-Seite machen.
Ich habe schon beim ersten Webinar prophezeit, dass wir neue Produkte bald herausbringen werden. Das ist in der Zeit schon geschehen. Wir haben den Cookie Trader entwickelt. Ich kann ihn noch mal kurz zeigen. Das ist ein Handelssystem auf Euro, US-Dollar basierend für M30. Das handelt etwas öfter als unser erster profitabler FX-Launch. Und ja, wer Interesse hat, der kann ihn sich gerne angucken. Wer Interesse hat an dem Gratis-Indikator von heute, der programmiert wurde, der ist natürlich bei uns noch etwas verfeinert. Da habe ich das mit der Sonntagsabfrage natürlich geregelt und dass man den Indikator auch gar nicht anwenden kann auf höhere Intervalle als D1. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden. Und ich bedanke mich für alle Zuhörer und würde dann jetzt noch die Fragen beantworten, die sich hier gehäuft haben. Schauen wir mal. Okay. Das sind schon die Beantworteten. Ist der Moderator dann noch da? Ja, ich bin auch da. Also ich kann mal schauen, was noch für Fragen hier offen sind vielleicht. Hier steht, welche welche Logik hat der Cookie Trader? Welche Logik hat der Cookie Trader? Moment. Ich schaue mal kurz, ob man hier auf der Seite das vielleicht etwas sehen kann. Also der Cookie Trader hat auf jeden Fall etwas, also das Ziel des Cookie Traders war, dass er etwas höher, also höher frequentiert handelt und zur Logik, ich habe gerade überlegt, wie ich das am besten verpacke, aber das kann man halt nicht, das möchte ich eigentlich nicht genau verraten. Also alle unsere Handelssysteme handeln mit handeln auf technischer Ebene. Das heißt, es gibt Indikatoren, die von uns selber entwickelt werden und die werden dann halt für den Handel betrieben. So. Ab und zu haben wir natürlich auch Indikatoren wie die Volatilität, die wir halt nehmen, also öffentliche Indikatoren halt und alles, also es ist ein Betriebsgeheimnis, würde ich mal an der Stelle sagen, ja. Wenn wir Indikatoren benutzen, die es halt for free gibt, dann sind das meistens nur Hilfen, um irgendwie den Stop-Loss nachzuziehen, um irgendwie das Momentum zu messen und so. Aber für die Signalgenerierung, das können wir leider nicht verraten. Sonst könnte ja jeder daherkommen und sich das nachprogrammieren. Das kann ich an der Stelle nicht genau verraten. Was wir natürlich machen können, ist Backtests generieren und an die Leute schicken, damit sie halt so ein bisschen Gefühl dafür bekommen. So eine Auswertung typisch, wie man sie halt vom MetaTrader kennt, wo man genau jeden Trade nachvollziehen kann. Aber speziell zur Logik kann ich da leider nichts verraten. Okay, nee, das ist klar, das soll ja auch keiner verraten. Ich glaube, die Frage war hier, nimmt der eher Gewinne mit wie FX-Lunch? Ist die Frage noch dazu. Also der FX-Lunch hat an der Stelle eher einen zeitlichen Exit, das kann ich an der Stelle mal sagen. Könnte man ja auch anhand des Backtests sehen. Und der Cookie-Trader, der hat eine andere Stop-Loss-Logik, also der nimmt schon eher die Gewinne mit und lässt den ungeduldigen Trader nicht so lange warten. Alles klar. Ja gut, zwischendurch kam noch ein Hinweis, ich glaube, wo es da an der Programmierung war, Bar-Index ist jeweils I, verglichen wird aber I und I-1, aber das war nur ein Hinweis, das war jetzt keine Frage. Vielleicht lag das daran. Ach so, aber das war ein sehr aufmerksamer Hinweis, muss man an der Stelle sagen, weil es war ja letztendlich auch der Fehler gewesen. Genau. Also Hut ab. Okay. Ja, ganz am Anfang war eine Frage, ich weiß jetzt nicht, ob das schon beantwortet war, wie lese ich den Preis von 9 Uhr und zum Beispiel 18 Uhr eines Underlying aus, aber bitte kein Code N-Bars zurück, das funktioniert manchmal nicht. Ja, das kann ich nochmal kurz zeigen, das müsste hier eigentlich noch offen sein. Da gab es halt diese Funktion,
Und ich nehme jetzt als Kurs einfach mal den iClose, also, beziehungsweise den Close-Kurs. Dort könnt ihr String des Assets angeben, dann das Zeitintervall, von das ihr auslesen wollt, und dann halt Shift in Bars. Der User hat ja gesagt, dass er das nicht in N-Bars haben möchte. Da muss er die, ich glaube, die Zeit erstmal umwandeln. Also es gibt auch eine Funktion, dort kann man ein Datum angeben und er erhält dann quasi, wie viele Bars es zurück ist. Ich glaube, das war die E-Bars-Funktion. Nope, das war es nicht. E-Time. E-Bar-Shift. Genau, das ist die Funktion. E-Bar-Shift, da müsst ihr dann bei Date-Time einfach das Datum angeben und dann bekommt ihr die Anzahl der Bars, um die es sich quasi nach hinten verschiebt, zurück. Und die Anzahl der Bars könnt ihr dann bei eClose mit reinpacken. Da habt ihr ja den Wert dann an der Stelle. Und ja, so bekommt ihr das raus. Gut. Ja, also ich sehe keine weiteren Fragen. Dann würde ich erstmal sagen, ja, vielen Dank, vielen herzlichen Dank für das Webinar. Und danke für die Teilnahme auch und für die Fragen. Ja, also von meiner Seite sage ich, ja, schönen Abend und gute, erfolgreiche Trades. Und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen. Schöne Woche noch. Gleichfalls. Danke. Bis bald. Tschüss.